Und damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Stronghold. Ja, ich möchte mich erstmal für letzte Folge entschuldigen. Ich habe im Nachhinein bemerkt, mein Mauszeiger war da nicht zu sehen. Ich hoffe, das ist diesmal behoben. Wenn nicht, müsste halt wieder eine Folge ohne Mauszeiger auskommen. Aber ich hoffe, es war trotzdem akzeptabel. Und wir beginnen direkt mal mit Mission 3 der Wolfsjagd. Und lauschen jetzt gespannt im Intro. Wir brauchen euch, um einige neue Rekruten in der Kunst des Bogenschießens zu unterweisen. Die Wölfe paaren sich in der nächsten Grafschaft. Findet ihre Schlupfwinkel und löscht sie aus. Entweder sie oder wir. Sucht euch eine Erhebung und befestigt euch dort mittels Turm und Vorburg. Herzog Depuis lässt neuerdings in der Gegend patrouillieren. Ihr müsst um jeden Preis verhindern, entdeckt zu werden, denn wir haben einem Angriff nichts entgegenzusetzen. Wenn ihr die Ratte vor mir zu Gesicht bekommt, schlitzt ihn für mich auf. Errichtet eine Befestigung mit Turm und Vorburg und verstärkt diese mit zusätzlichen Türmen. Beginnt sodann mit der Herstellung von Bögen und stellt eine Streitkraft aus Bogenschützen zusammen, mit denen ihr die wildernden Wölfe dort ausrottet. So, also, im Großen und Ganzen nur mach alles fertig. Hier vorne mal wieder ganz kurz für die, das interessiert. So, alles durchlesen bitte. So, und so, und so, und so. Und wir starten die Mission und müssen uns jetzt eine Erhebung suchen, offensichtlich diese hier. Und setzen da einfach mal unter den Kornspeicher nach hier unten, dahin. Und dann sehen wir jetzt hier vorne direkt, werden unsere ganzen Güter schon eingelagert. So, was machen wir denn jetzt? Wir setzen erstmal Vorratslager und kümmern uns ein bisschen um unsere Holzwirtschaft hier unten. Denn wenn wir jetzt eine Burg bauen sollen, dann brauchen wir ordentlich Holz. Wir sollten uns sputen. So. Diese Wölfe sind überall. Und dann haben wir sogar noch das nötige Holz, um ein paar süße kleine Jägerstände zu bauen. So. Ein Acht da, ein Acht da. So, wie viele Wölfe sind jetzt noch eins? Naja, egal. Und dann noch einen nach hier, bitte. So. Sehr schön. Dann gucken wir mal ganz schnell. Wir haben ein Holz, wir brauchen eine Holzunterkunft und Waffenkammern. Und wir haben, also ich mache das auf die neuen Gebäude ein. Also wir haben hier nichts. Haben wir zu wenig Arbeitskräfte? Ja, wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Können aber momentan keine neuen Häuser bauen. Wir haben nur hier vorne ein paar neue. Wir haben erstmal Unterkünfte. Das sind jetzt Holzunterkünfte, normalerweise sind die aus Stein. Funktionieren jedoch immer gleich. Hier kann ich Truppen ausheben. Truppen sind jetzt das genaue Gegenstück zu eben Bürgern. Also Bürger sind beliebtheitsabhängig, brauchen Unterkünfte, verbrauchen Bevölkerung und so weiter. Verbrauchen Nahrung. Truppen brauchen das alles nicht. Truppen sind einfach da, die können wir hier ausheben. In der Waffenkammer können wir Waffen einlagern, welche wir mit Pfeilmachern zum Beispiel produzieren können. Die eingelagerten Waffen werden dann in den Unterkünften benutzt, um meine neuen Truppen zu trainieren. Und wir haben den ersten Turm. Ein Turm ist dazu da, meinen Truppen einen strategischen Vorteil vor Feinden zu verschaffen. Bedeutet, die Leute stellen sich oben auf den Turm drauf und haben dann, wie letztes Mal schon erklärt, eine erhöhte Reichweite. Und außerdem sind die bei Holzpalisaden der einzige Weg, irgendwie die Palisaden zu befestigen. Sonst irgendwas? Also die kriegen wir später noch reihenweise andere Türme. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Nein, wir haben alle Neuerungen und beginnen dann jetzt einfach direkt mal mit dem Bau von Pfeilmachereien. So, die hätte ich ganz gerne hier unten hin. So, bauen wir erstmal vier Stück. Wir benötigen Holz. Ja, immer diese Holzknappheiten. Es ist grauenhaft. Wir haben noch 15 Holz übrig. Dann baue ich mal eine Waffenkammer. Und zwar kommt meine Waffenkammer bitte nach... Weiß nicht. Ja, doch, komm, wir brauchen nicht ganz so viel Nahrung dieses Spiel. Wir halten eine relativ kleine Bevölkerung. Also wir haben auch letztes Mal schon viel zu viel Nahrung gehabt. Aber wir hatten ja auch mal irgendwann dann Missionen von wegen Schaff Nahrung ran. Haben wir diesmal nicht, das heißt, wir können problemlos mit ein paar kleinen Jägerhütten, da baue ich jetzt noch drei dazu nachher, und dann reicht das, damit kommen wir problemlos raus, und hier können wir jetzt in der Pfeilmacherei Bögen produzieren lassen. Dann bauen wir Unterkünfte. Ah, ne, wir bauen erstmal die Pfeilmacher, denn die brauchen ja eine Zeit.
Ich brauche erstmal 4 nur. Wir wollen ja keine gigantische Armee aufstellen und außerdem haben wir sehr begrenzt Gold und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Steuern... Ja doch, wir können Steuern erheben. Dann gucken wir mal, wie das mit der Nahrung so aussieht, ob wir Steuern erheben können. Dann könnten wir ja noch mehr Truppen ausheben. Aber jetzt erstmal warten wir ein bisschen. Problem ist halt, unsere Bogenschützen verbrauchen Holz. Also man sieht hier, die Bogner holen sich hier Holzbretter einzelne. Aber ein Glück ist das in der Regel nicht wirklich irgendwas, was mit dem Zuwachs, den man durch seine Holzfäller erhält, konkurrieren kann. Also wir erhalten so wahnsinnig viel Holz die ganze Zeit, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Das bisschen, was wir da verlieren mal. So, dann baue ich noch ein neues Haus, denn wir brauchen auch Bevölkerung ordentlich. Sonst wird das hier alles gar nichts. Und dann bauen wir noch die letzten... Also das erste letzten Jägerstände hier hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Und so. Und dann vielleicht noch einen nach hier. Gucken wir mal, wenn der Jäger da vorne weg ist. Weil, ja doch, wir setzen ihn da hin. So, jetzt haben wir da oben ein bisschen Nahrung. Mal gucken, wie das so aussieht dann nachher. Und jetzt müssen wir uns schon mal um unsere Burg kümmern. Also ich hätte ganz gerne zunächst mal die Torhäuser gesetzt. Wölfe greifen an, jetzt schon. Okay, was machen wir? Wir bauen hier hin. Bitte unsere Unterkünfte. Sobald da vorne dieser eine Jäger weg ist, hätte ich ganz gerne... Jetzt kommt, Leute. Steht ja nicht immer rum. So, der geht weg. Der da vorne geht jetzt bitte auch weg. Und jetzt müssen noch die Hunde da runter. Nein, hält an zum Schließen. Ist denn hier noch irgendein anderer Ort? Hier könnten wir bauen. Nee, will ich nicht. Ich will das schon da oben hin haben. Ja, sehr schön. So, wir haben Unterkünfte gebaut. Das heißt, wir bauen jetzt unsere Welle. Und da beginnen wir mit den Torhäusern. Weil man anhand der Torhäuser dann nachher den Rest planen kann. Da steht mir das Haus da oben, ehrlich gesagt, im Weg. Das heißt, wir reißen dieses Haus ab. Und bauen es neu nach, sagen wir mal, hier vorne. So, jetzt muss man ein bisschen, also muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man Häuser abreißt. Wenn man zu wenig Kapazität hat, um die ganze Bevölkerung zu versorgen mit Wohnraum, dann sind die sehr schnell sehr böse. Da muss man immer aufpassen. Da hätte ich ganz gerne noch ein Tor, das in die Richtung zeigt, nach hier vorne. Und dann bauen wir uns hier oben erstmal so einen ersten Mauerring, der unseren Bergfried schützt. So, da vorne. Wie viel Platz braucht ein Haus, das ich hier hinstelle? Ich kann hier kein Haus hinstellen, das heißt, wir müssen darauf keine Rücksicht nehmen. Und dann bauen wir einfach mal so hier vorne den Ball entlang. Wölfe greifen an, my lord! So. Sehr schön. Haben wir da oben jetzt erstmal so eine kleine Erhebung und dann bauen wir noch einen Turm in diese Ecke hier. Und auf den stellen wir erste Bogenschützen. Ja, also hier vorne Leute werden dann zu Bogenschützen, die kommen aber nach, also ich brauche keine Bevölkerung für die. Und dann haben wir jetzt hier 4 Bogenschützen und die kommen in Abwehrhaltung und hoch auf diesen Bogenturm hier. Von da aus können die dann die Wölfe, die hier auf der Seite vom Fluss liegen und so und da unten überall, dann ganz gut in Schach halten. Und wir bauen noch schnell einen weiteren Wall. So, da baue ich mal dann schnell so. Sire, die bösen Männer sind hier. Wir können nicht zulassen, dass sie unsere Position verraten. Okay, da muss ich jetzt gucken. Da unten sind die. Das sind ein paar Bogenschützen. Bin zur Stelle. Da rekrutieren wir vorhin noch einen. Wir haben sowieso schon den Höhenvorteil. Und dann gucken wir einfach mal, was die da unten dann jetzt so de facto gegen uns machen wollen. Außerdem hätte ich ganz gerne noch ein kleines Tor aus nach hier. Ja, dahin, das ist okay. Und dann bauen wir von hier aus noch einen Wall, der ein bisschen hier, wobei, da kann ich ja nicht auch den Fluss benutzen. Ja, ich kann den Fluss hier benutzen, aber ich lasse es einfach mal. Wir bauen da jetzt drum rum. Unsere Holzfäller. So. Vorne auch noch. Und dann von hier aus so hier hoch. So sind die Türen von der Ratte. Zwischen. Ach, es scheint schon wieder tot zu sein, das ist sehr schön. Gute Arbeit, meine Bogenschützen. So. So. Ah ne, da oben sind sie. Mein Herr, in Bewegung. Ach, Mann, nee, Mann, nee. Diese Feinde. So, jetzt hier, man sieht, ich habe hier den deutlichen Höhenvorteil, ich habe den deutlichen Deckungsvorteil, also Deckung ist auch wichtig. Dann können wir die vernichten. Ja.
Dann bauen wir noch schon ganz schnell hier unten rum unseren. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire. So. Und. So. Und. So. Und. So. Perfekt. Und dann hätte ich ganz gerne noch ein kleines Torhaus. So. Dieses Modell hier nach. Oh, das geht da nicht hin. Okay, dann hätte ich ganz gerne dieses Torhaus, dieses Modell nach hier oben. Und da sind die Türme aus irgendeinem Grund nicht mitgebaut worden. Das bedeutet, dass wir hier jetzt einfach so einen Turm in die Ecke setzen. Und dann hier unten noch so einen Turm. Wir benötigen einfach, wenn nur das hier gleich verteidigbar bleibt. Wir machen jetzt noch ein bisschen mehr Holz. Es ist ein bisschen doof, weil wir jetzt hier mit der Mauer unseren Leuten den Weg ein bisschen verlängert haben. Aber im Prinzip ist das auch kein großes Problem, also... Die Holzvorräte sind zu knapp. Wir haben eigentlich auch schon genug Bogenschützen, wenn ich ehrlich bin. Insofern, also diese ersten Missionen hier sind wahnsinnig einfach. Das wird später deutlich schwerer sein. So, ich hätte ganz gerne hier vorne noch einen winzig kleinen Außenposten. Bedeutet ein kleines Torhaus. Die Richtung zeigen nach hier vorne. Ja, dann halt nicht. Bogenschützen bereit. So, rotten wir die Wölfe aus. Einmal Angriffshaltung. Sind auf dem Weg. So, der hinten und hinten. Gut, abschließen. Ziel und jetzt, warte mal. Müssen jetzt einfach diese Wölfe hier einen nach dem anderen weg ballern. So. Dann kommen sie hier an. Oh, da ist noch ein Bogenschütze. Ist euer. Aber auch Pfeile kein bereit. So, dieses Rudel da. Bogen gespannt. Das ist ein bisschen größer. Mein Herr, ein paar mehr Leute. Bewegung. Eure Befehle? Aber scheint auch nicht wirklich schlimm zu sein. Die sind alle Rücken tot. Aus. Und dann haben wir jetzt hier den Fluss als Deckung nutzend noch das letzte Rudel. Das war dann auch noch schnell tot. Ziel angepeilt. Und danach war es das, glaube ich, auch schon mit dieser Mission wieder. Wir liegen auch schon wieder wundervoll in der Zeit. Es verwundert mich gerade wirklich, dass die Mission hier alle so wahnsinnig schnell gehen. Wir sind nur noch unter einer Viertelstunde. Da müssen wir mal gucken, ob wir wirklich hier auch noch eine zweite Mission hintersetzen. Ich schiebe euch mal wieder hier oben in die Tore. So, und wir haben gewonnen. Mal wieder. Wir sind siegreich, Sire. Und Outro. Glücklicherweise überlebten die Kundschafter der Ratte nicht lange genug, um unsere Position kundzutun. Aber es kann nicht lange dauern, bis man sie vermisst. Eine weitere Provinz geht in unser glorreiches Reich über. Und wir machen weiter. Mission 4, der geheime Außenposten. Eine Botschaft von Sir Longarm ist eingetroffen. Ich hoffe, wenn diese Nachricht bei euch eintrifft, konntet ihr diese lästigen Wölfe ohne größere Zwischenfälle beseitigen. Jetzt bitte ich euch um einen Gefallen. Beginnt mit der Errichtung eines Außenpostens an der Grenze zum Gebiet des Herzogs de Pus. Ihr helft mir damit, die Stärke der Truppen der Ratte einzuschätzen. Ihr dürft jedoch unter keinen Umständen Lord Woolsack benachrichtigen, wenn euer Auftrag erledigt ist. Die Ratte wuchs als gewöhnliches Kind in den Ländereien der Familie de Pus auf. Der Herzog zeigte sich seiner Mutter gegenüber wohlgesonnen und sorgte dafür, dass ihr keine Steuern auferlegt wurden und dass sie genug zum Leben hatte. Jahre später kam ein Botschafter des Weges und es stellte sich heraus, dass der Vater der Ratte eben jener Herzog de Pus war, für den seine Mutter einst als Schankdirne gearbeitet hatte. Ein tragischer Unfall, bei dem die gesamte Familie de Pus von der See verschlungen wurde, brachte die Ratte an die erste Stelle in der Erbfolge um den Titel des Herzogs. Sucht euch eine geeignete, hochgelegene Stelle nahe den Ländereien des Herzogs de Pus und beginnt mit der Errichtung des Außenpostens. Der hölzerne Bergfried bietet mehr Schutz als ein einfaches Gebäude. Nehmt euch einige Rinder für die Zucht. Das Land dort ist gut dafür geeignet. Und lasst euch nicht vom Feind sehen. Solltet ihr trotzdem entdeckt werden, lasst keinen entkommen, der euch verraten könnte. Die Hügel können eure Bogenschützen zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie von oben herabschießen. Ja, und Schwierigkeit scheint natürlich auf sehr schwer. Wollen ja auch irgendwie eine Herausforderung haben. Und hier sind mal wieder ganz kurz sämtliche Sachen, die irgendwie wissenswert sind.
Und einen wir beginnen direkt einmal, indem wir hier oben unseren, unseren Bergfried setzen. Dahin. So, dann kommt hier ein Kornspeicher. Wir haben jetzt als wunderschöne neue Nahrungsart den Käse, den wir direkt mal nutzen werden. Ja, doch, komm, wir setzen jetzt schon mal zwei Käse rein. Das können wir holzmäßig verkraften. Und der Rest kommt in Holzfällerhütten, die wir hier überall schön in den Wäldern rund um unser Lager verteilen. So, noch ein Achter. Wir benötigen Holz. Nee, können wir nicht mehr. Und dann hätte ich ganz gerne meine Vorratslager hier vorne ein bisschen erweitert. Ich weiß, es ist unnötig und wir brauchen das eigentlich überhaupt nicht. Aber ich erweitere trotzdem immer instinktiv meine Vorratslager. So, wir haben hier unten mehr als genug Platz zur Kuhzucht. Hier vorne machen wir eine kleine Pfeilerei-Angelegenheit. Wir brauchen hier auch wieder Truppen. Und da sollten wir auch relativ früh mit anfangen, glaube ich. Aber erstmal gucken wir, dass wir hier ordentlich Kühe produzieren, denn Kühe brauchen Ewigkeiten, bis sie wirklich Ertrag abwerfen. Und wenn wir auch schon bei der Forschung des neuen Gebäudes sind, der Käserei. Die züchtet nach und nach Kühe, die dann Milch geben und daraus wird Käse produziert. Ist es dabei äußerst wichtig, diese Kühe zu schützen. Also wenn man im frühen Spiel gegen andere Spieler, also KI oder menschliche, sieht, dass der Gegner Käse baut, kann man sehr gut einfach mit einem kleinen Stoßtrupp einfach sämtliche Kühe töten. Das ist ein gigantischer wirtschaftlicher Verlust, denn die brauchen ziemlich lange, bis die anfangen, wirklich effektiv zu arbeiten. Und ja, außerdem kann man Kühe noch dafür benutzen, um in Belagerungsangriffen tote Kühe über die Welle des Gegners zu werfen und dann lösen sie da Seuchen aus. Das ist auch eine ziemlich effektive Taktik und ja, macht Spaß. Braucht man halt auch Kühe für. Außerdem kann man daraus Leder produzieren. Aber dann erhält man so wie keinen Nahrungsgewinn mehr, weil, ja, man hat halt alles für Leder ausgegeben. Ja, wir gucken mal ganz kurz. Wir haben ein bisschen Käse erst, vor allem noch im Wild. Das reicht noch nicht, um abzuschätzen, wie effektiv das Ganze am Ende sein wird. Ich baue einfach mal weiter Käse rein. Ich hätte es halt ganz gern schon mal so einen groben Richtwert gehabt, von wegen kann ich hiermit schon meine Nahrungsrationen erhöhen. Achso, wir können gar keine Jäger mehr. Schade, ich hatte jetzt eigentlich extra Platz für Jäger gelassen. Um das Gebäude zu verwalten. Aber nun ja, wenn es so ist, dann bauen wir jetzt einfach ein bisschen weiter. Wir brauchen hier noch, ich brauche jetzt sofort hier mehr Häuser. So, das heißt hier hin und dann bis auf ein Feld unten dran, bitte. Oh nein, nicht dahin. Ich weiß, es ist Schwachsinn, was ich hier mache, aber egal. So, Haus Nummer 1. Haus Nummer 2 können wir nicht mehr bauen. Aber wir gucken trotzdem mal. Und danach beginnen wir dann, glaube ich, am besten schon mit der Herstellung von Bogenschützen. Ich baue mal noch eine Holzfällerhütte nach hier oben, weil die da ganz gut zu großen Waldungen Zugang hat. Und dann bauen wir gleich noch ein oder zwei kleine Häuserchen, wenn wir mal wieder Holz haben. Und danach beginnen wir hier mit der Produktion von Bogenschützen im großen Stil. Mal ganz kurz gucken. Das hier vorne ist jetzt so eine Belagerung. Das bedeutet, wir haben ein paar kleinere Einheitentrupps, die ab und zu mal vorbeikommen und dann eine Zeit bis zur letzten Schlacht. Das bedeutet, wir haben hier von uns einen Timer und wenn der voll ist, dann kommt eine große gegnerische Armee und die müssen wir zurückwerfen und haben wir gewonnen. Zwischendurch können aber durchaus mal kleinere Trupps kommen, damit man nicht ganz gelangweilt ist. Das ist eine Sache, die ja relativ oft kommt und die finde ich auch persönlich recht lustig, weil ja, man halt wirklich auf was hinarbeiten und man weiß auch, dass man seine Burg mal brauchen wird. Vor allem auch sehr schwer sind die Trupps oft so, dass man zumindest mal ein kleines Kämpfchen hinkriegt. Natürlich kein Vergleich zu einer wirklichen Armee von einem echten Spieler, also die der aufstellen würde. Das ist klar. Und mir fällt gerade auf, wir haben extremst wenig Gold, das heißt, wir müssen hier auf extra Rationen gehen und dann Steuern eintreiben. Wir sind jetzt auch auf 100 Beliebtheit mit den plus 1 von den Steuern, das heißt, es ist beliebtheitstechnisch kein Problem, solange die Nahrung reicht. Das bedeutet also, wir haben jetzt extra Ration, das heißt, wir brauchen anderthalb mal so viel Nahrung. Und wir müssen jetzt halt gucken, ob das hinkommt, von wegen Versorgung und so. So, hier vorne setze ich noch meine Waffenkammern und meine Unterkünfte werden gleich nach hier kommen. Sobald wir denn dann dafür das Holz haben, da vorne kommt gerade hier der Typ an, der uns das liefern wird. Und danach müssen wir mal gucken, wie wir hier unsere Mauern bauen. Wir haben hier ja zum Glück aufgrund dessen, dass wir oben sind, nicht nur
sowieso schon eine gute Reichweite, sondern auch noch hier vorne diese Steilhänge. Ich zeige das mal ganz kurz. So, hier diese Steilhänge, da müssen wir keine Mauern bauen, da kann der Gegner eh nicht. Oder? Das heißt, wir müssen im Großen und Ganzen nur hier diese paar Wege machen. Man kann übrigens auch rauszoomen, dann sieht man die ganze Karte gleichzeitig, würde ich mal gesagt haben. Also auf den hohen Auflösungen, die man durch den Patch erreichen kann. Eigentlich ist das ganze Jahr für, ich hoffe, einfach mal, dass wenn ich das jetzt umstelle, das Video nicht plötzlich an Qualität verliert. Aber eigentlich ist das ja für diese Auflösung hier. So, das war... Also ganz offensichtlich macht mein Aufnahmeprogramm das nicht mit. Bedeutet, wir hoffen auf einen... Nein, wir haben keinen Autosave. Das bedeutet, wir machen das Level einfach nochmal. So, wir starten wieder rein. Das dürfen wir alles gerne skippen. Schwierigkeit sehr schwer und wir beginnen wieder, indem wir unseren Bergfried platzieren. Diesmal etwas besser. Letztes Mal hat ihm nicht ganz gut gefallen im Nachhinein. Und den Kornspeicher setzen wir wieder hier hin. So, und dann erstmal Holz und danach Nahrung. So, so. Hier unten noch ein paar. Und dann noch die Nahrung. So. Und, oh Mann, jetzt haben wir eine Holzwolke zu viel gesetzt. Wunderschön. Das bedeutet, wir setzen noch einen nach hier und nach hier. Und dann müssen wir einfach warten. Weil, ja, wir können dann ja jetzt eigentlich alles Holz verbrauchen. Und setzen noch einen nach hier oben. Haben jetzt natürlich viel zu wenig Arbeit mal wieder, aber das ist ja auch klar. Ah, Mann, dass ich auch immer so rumexperimentieren muss. Können wir noch außerhalb der Aufnahmen machen. Ja, auf jeden Fall, jetzt habe ich mir mal ganz kurz den Effekt von allen Sachen gezeigt. Und wir können warten. Immer muss man warten. Das ist so doof. Wohin genau bist du gerade unterwegs? Das ist eine angenehme Veränderung. Achso, und der kommt von da. Ich dachte gerade schon, der wäre jetzt von einer der Holzleute hier hinten und jetzt da unten hin auf dem Holz zu hacken. Das ist ja ziemlich doof. Aber nun ja. Wir sehen hier oben schon erste Typen auf dem Weg zum Liefern. Der hat auch gleich sein drittes Brett gesägt und kommt raus. Sehr schön. Das sind erstmal relativ große Mengen Holz, die wir dadurch jetzt kriegen. Ich hoffe, meine Unterkünfte passen hier oben noch hin. Wir benötigen mehr Holz. Oh, sieht schwierig aus. Also so schön wie letztes Mal wird das nicht werden. So setzen wir schon mal, um den Platz da frei zu halten. Und dann hätte ich ganz gerne meine Rinderzucht. Und ein Haus, das schon mal nach hier hinten kommen kann. So. So, ganz zum Denken. Also wir setzen jetzt hier vorne in die Häuser. Hier hinkommt, wenn es noch geht, wieder der Militärtrakt. Und wir können noch eine Farm bauen. Hier unten gucken wir dann mal, dass wir farmenmäßig gut hinkommen. Warum baue ich eigentlich gerade wieder so? Ich hatte ja nur so gebaut, damit wir da Jäger hinmachen können. Jetzt können wir es auch echt dichter setzen. Ach, egal, komm. Da machen wir jetzt einfach mal weiter so. Und dann ist es halt, wie es ist. So. Und dann hier unten noch den restlichen Platz mit Farmen füllen. Dahin eine. Und hierhin eine. Und hier unten auch noch eine. Wir können eigentlich auch noch eine nach. Ne, da setzen wir keine mehr hin. Was wir ja machen, ist diese beiden Holzleute da vorne einreißen und die nach hier hinsetzen. So, dahin bitte. Damit wir hier den Platz für Mauern haben. Und dann gucken wir mal ganz kurz Käse. Können wir hier unten noch problemlos zwei weitere hinsetzen? Es sind nicht genügend Arbeiten und wir benötigen ein weiteres Häuschen. So, da steht das natürlich mal wieder, das ist doof, da kommen irgendwann immer die Frauen raus und stellen sich dann davor, aber dann bauen wir es halt so. Und ich hätte ganz gerne noch eine Waffenkammer. Die kommt nach hier. Und dann bauen wir jetzt hier vorne so ein bisschen unsere Fallmacher auf und dann müssen wir halt gucken. Danach kommt dann irgendwann. Ach ja, wir haben einen neuen Bergfried. Stimmt ja. Habe ich letztes Mal ganz vergessen zu erwähnen. Wir haben einen wunderschönen neuen Bergfried. Da hat hier oben jetzt endlich mal einen Turm. Das heißt, wir können Truppen oben auf dem Bergfried draufstellen. Das ist in der Regel eine gute Idee, weil Bergfriede sind sehr hoch. In der Regel höher als alle anderen Türme, zumindest hier in Stronghold 1 noch. In Stronghold Crusader werden die richtig niedrig teilweise. Aber hier, wenn man jetzt erstmal vergleichsweise so eine Holzplattform zum Beispiel daneben stellt, wo ist die? Ich will die nicht hinbauen. Was soll das? Naja, okay, dann halt nicht. Wir bauen erstmal Fallmacher. Wir dürfen jetzt hier nicht allzu viel Zeit verschwenden. Wir müssen ja eine gewisse Armee schon aufgebaut haben, wenn dann irgendwann die Truppen der Ratte kommen.
So, ich lasse jetzt auch mal mehr Platz dazwischen, weil ich auch dafür sorgen will, dass meine Leute schnell zu meinen zu meiner Waffenkammer kommen. Sonst, also wenn die Waffenkammer jetzt hier vorne zum Beispiel stehen würde, würde ich die Gebäude direkt dicht am Licht setzen, also so. Aber jetzt lasse ich mal ein bisschen Platz, damit ich nach unten und oben auch überall schon durchlaufen kann und meine Leute dann nicht in ewigen Gassen gefangen sind, denen sie dann folgen müssen. Wir müssen hier oben eigentlich wirklich tatsächlich dicht machen. Wir müssen hier dicht machen. Hier vorne mal eins. Wir müssen da dicht machen. Drehen bitte. Nee, hier müssen wir eigentlich auch nicht dicht machen. Wir machen hier vorne dicht. Hier oben und hier vorne. Das sind eigentlich die einzigen wirklichen Punkte, wo man jetzt irgendwie was sichern müsste. Wir haben genug Holz für ein paar weitere Pfeilmacher. Wir haben nicht das nötige Gold. Also hier kommt noch ein Pfeilmacher hin und wir müssen auf jeden Fall Steine erheben. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unser Können wir eventuell doppelt gehen? Gucken wir nachher mal, ob wir doppelte Rationen gehen können. Ich glaube, wir können hier vorne noch eine Käserei hinquetschen. Und sonst noch irgendwo. Nee, das passt um ein Feld nicht. Und hier oben eh nicht. Wir können jetzt noch welche unten auf die Ebene setzen, aber das ist, glaube ich, auch nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, wir lassen das Ganze erstmal so. Wir gucken ganz kurz hier oben. Es sitzen genug Bauern rum. Was sind ihre momentanen Sorgen? Guten Morgen, eure Lordschaft. Ah, kann man mal anklicken. Dann sagen die irgendwas. Sie sagen jetzt alle Guten Morgen, eure Lordschaft. Das heißt, ihnen liegt nichts auf dem Herzen. Wenn es ihnen gerade scheiße geht oder sich über irgendwas besonders freuen, sagen die einem das. Aber momentan sind sie augenscheinlich einfach zufrieden mit der Brillanz meiner Burg. Also wenn sie Guten Morgen sagen, dann heißt das, dass sie momentan auch keine Beschwerde haben. Und das ist prinzipiell positiver als, also Guten Morgen ist positiver als, wenn sie einfach nur irgendwie Guten Tag sagen oder so. Habe ich festgestellt. Und wir warten auf Geld. Endlich. So, also wir haben wieder genug Geld und wir warten wieder auf Geld. Wow, ist das spannend. Ich will jetzt schon den ersten Bogenschützen rekrutieren, mache ich aber erstmal nicht. Nur was unser Steuersatz, 20. Das Volk huldigt euch, so, kann hier so ein paar Sachen machen. Ich gehe die einfach mal durch, weil wir gerade eh nichts zu tun haben. Und dann sind wir hoffentlich nach diesem Video auch endgültig durch mit dem Erklären von allem. Wir haben hier, ja, arm und verehrt. Das ist mein Status. Ich habe momentan kein Geld, aber mein Volk liebt mich. Ich bin Tritaid, mein Wappen ist dieses hier. Meine Beliebtheit setzt sich hieraus zusammen. Ja, Angstfaktor. Angstfaktor bringt, ich kann Gebäude bauen, die meine Bevölkerung entweder in Angst und Schrecken versetzen. Warte mal ganz kurz, ja, wir haben noch Zeit. Ich kann Gebäude bauen, die entweder in Angst und Schrecken versetzen oder die meine Bevölkerung mögen. Und das wirkt sich dann auf die Tüchtigkeit und die Beliebtheit aus. Also Sachen, die in Angst und Schrecken versetzen, bringen negative Beliebtheit, aber steigern die Tüchtigkeit, sodass sie dann mit bis zu 125% der Effektivität arbeiten, die sie sonst hätten, glaube ich. Und das ist genau das Gegenteil, dann eben schöne Dinge da arbeiten die weniger, sehen sich mehr die schönen Dinge an, aber ich kriege Beliebtheit dazu. Bevölkerung, hier vorne so ein, ja, wie ist meine Bevölkerung, hat sich entwickelt. Nahrung, was ich momentan so da habe. Armee, was ich momentan davon so da habe. Sie haben uns entdeckt, Sire. Wie lauten eure Befehle? Bogenschützen rekrutieren auch meine Befehle. Und wir sollten inzwischen einiges an Holz angesammelt haben. Verschwendbar nicht. So, oh wow, das ist eine große Truppe. Das heißt, wir sollten sofort irgendeine Form von Palisade bauen. So. Und da kommt ihr jetzt hoch. Bin zur Stelle. Wir werden dann jetzt hier auch sehen, dass die meine Palisaden angreifen werden. Also ich mache aus, dass sie das sehen werden. Oder laufen wir einfach nur außen rum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall meine Bogenschützen fallen jetzt fleißig hier auf der Feind. Ich mal ganz kurz, dass sie sich hier auf einzelne Gegner fokussieren. Ah ne, die laufen tatsächlich außen rum. Das ist sehr schön. Und hier nochmal einen weiteren Bogenschützen. Eben, sobald wir Waffen haben, machen wir mal einen neuen raus. Soll ich unten, also mit Speerträgern, die Ratte geht weitestgehend mit Speerträgern und Bogenschützen. Das sind deren Haupteinheiten. Nur mit Speerträgern ist eigentlich an Bogenschützen eher nicht beizukommen. Sie kommen trotzdem auf meinen Bauchfriedhof, was mich ein bisschen hier sich nicht so toll fühlt. Da hätten sie ruhig lassen können. Aber
Schützen kriegen, glaube ich, klein. Ja, das. Ich gehe mal mit dem Lord drauf. Also wir müssen ein bisschen gucken. Wir haben auch nicht mehr endlich Leben und wenn unser Lord fällt, dann sind wir tot. Aber gegen so eine kleinere Truppe von denen komme ich, glaube ich, an. So. Und wir haben sträflichst unseren Aufbau hier vernachlässigt. Wir wollen jetzt erstmal die Burg fertig schnell. So, ein kleines Torhaus bitte. Und kriegen wir noch einen Turm hier unten irgendwo hin? So. Ne, kriegen wir nicht. Dann hätte ich ganz gerne mal ganz kurz noch zwei weitere Pfeilmacher gebaut, damit wir schneller Bögen kriegen und ein größeres Heer ausheben können. Und dann machen wir mal ein paar Orte dicht, wo wir nicht wollen, dass unsere Feinde weiterhin durchkommen. Und zwar wirklich dicht, also mit mehreren Lagen Wall und allem. So, da noch, da noch, da noch. Und hier vorne noch mal vor. So, da hinten kommen die nicht mehr hoch. Und hier unten noch. Da muss ich bauen ab hier vorne. So, und da den Wall rüber. Einmal komplett rüber. Und dann in mehreren Dicken. So, so. Und nochmal hier und auch noch ein bisschen hier unten, nur damit er dann jetzt nicht einfach so durchbricht. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Das ist jetzt scheiße. Also es passiert manchmal so ein random Ereignis eben, dass die Wirtschaft sehr stark schwächen kann. Jetzt sind alle unsere Kühe tot. Und das ist gar nicht gut. Aber werden wir wohl leben müssen. Weil wir eigentlich keine Wahl. Ich hoffe nur, wir schaffen das nahrungstechnisch. Und ich mache noch ein paar Türme schnell. Achso, wir haben jetzt hier keine wirklich schön aussehende Burg oder so. Die ist jetzt momentan einfach nur zweckmäßig. Und natürlich voll hier angepasst an die momentanen Umgebungen. Die momentane Umgebung. Also hier mit. So, also man braucht immer ein Holz, um dann eine Holzplattform dran zu bauen. Finde ich ein bisschen doof, aber ist halt so. Wenn wir jetzt auch wieder wegmachen, haben wir so eine einzelne Plattform. Machen wir hier oben noch eine und hier unten passt wirklich keine mehr hin. Doch, da würde noch eine passen. Ah ne, wir haben hier zwei, das reicht. Ich hätte nur vorne ganz gerne nochmal Holzwall, so. Und dann drehen wir uns wieder so. Und jetzt müssen wir einfach nur weiterhin Berge an Bögen produzieren. Wir setzen noch einen Bogner. Und wir können nicht noch einsetzen, wir brauchen momentan mehr Gold. So, 90 Gold und komm schon. Monatsende, ich krieg Steuern. Los. Ja, 125 Gold, sehr schön. Das ist halbwegs konstant. Hälfte der Zeit ist rum. Und wir kriegen aus irgendeinem Grund nicht, dass der Bergfried das komplett zeichnet. Das verwundert mich gerade wirklich. Aber naja, ist halt so. Und ich besetze uns mal. Melden eine weitere Gruppe mit Männern der Ratte, die sich uns nähert. Ja, werden wir ihnen die Stirn bieten? Ich baue hier vorne noch ein paar Wälle drumherum, damit die ein bisschen bessere Deckung vor feindlichen Bogenschützen haben, meine Jungs da oben. Und schicke dann den vierten hoch. Dann haben wir da jetzt alle vier Mann. Mein Bogen ist so, ja, mal runter und auf den Weg. In Bewegung. So, die stehen jetzt alle da oben. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, dass wir nach und nach alle Türme hier rund um unser Lager besetzen. Immer ja, mit Vierertrupps jeweils. So, drei, wir brauchen jetzt immer kurz Geld. Also wir jetzt fließen dann auch alle Steuern wirklich in den Bogenschützen-Ausbildungsbereich. Ja, ich weiß, toller Satz. So, drei, vier Bogenschützen, die kommen nach hier oben. So. Und wir, ja, ich vermute mal bei zwei Drittel Aufladung wird wieder einer kommen. Das würde zeitlich ganz gut passen. Die kommen nämlich alle immer in relativ gleichen Abständen. Ja, da sind sie. So, sehr schön. Nochmal schnell vier Bogenschützen. Ihr kommt auf diesen Turm. Sind auf dem Weg. Warte mal, der Feind kommt da unten. Unsere Leute können hier langlaufen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich verbinde die jetzt einfach. Nur um ganz sicher zu gehen. So, und die vier scheinen mir da unten irgendwie nicht wirklich sinnvoll jetzt wieder rein, weil der Feind durch das Torhaus geht. Bedeutet, ihr vier kommt hoch. Ihr kommt auf den Turm. Ihr konzentriert euch auf den Turm da unten, weil hier hinten haben wir schon genug. Und, jetzt gehen sie da unten. Ja. Muss halt immer ein bisschen gucken, ich kann nicht ganz nah am Feind dran bauen. Da muss ich immer gucken, dass ich den nötigen Abstand habe.
Ansonsten geht das schon. Und dann baue ich jetzt hier überall nochmal einen dickeren Wall hin. Einfach, damit mir so ein dummer Fehler nicht nochmal passiert. So, hier hinten, das kann gerne auch ganz gefüllt werden. Und hier oben hätte ich dann ganz gerne auch noch die Verbindungen ausgefüllt. So, dahin und nochmal hier überall. Ja, also man sieht, die KI steht zwar offiziell auch sehr schwer, aber wirklich herausfordernd ist was anderes. Bin zur Stelle. So, ihr sechs. Mein Bogen ist euer. Kommt bitte alle neu da. In Bewegung. So. Rücken aus. Ah, das ist immer ganz schwer, wenn die Holzplattform schon ans Torhaus angrenzt. Die da vernünftig alle vier draufzustellen. Mein Herr? Also, dass sie wirklich nur Rücken auf dem Turm aus. Stehen. Und eure Befehle? Wenn mein Lord darum läuft, wird das nicht viel einfacher. Sind auf dem Weg. Okay, wir rekrutieren noch einen fünften und die kommen aus Burgtor. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Rücken aus. Für meinen Burgtor. Sind bitte. Auf dem Weg. Und so. Und dann noch mal ein paar Vieren für den Turm. In Bewegung. So. Ist jetzt auch egal, wenn die da oben irgendwie krumm und schief draufstehen. Und es sieht so aus, als ob wir uns eigentlich nicht mehr wirklich viel Sorgen machen müssten. Der finale Angriff der Ratte dauert noch eine Weile. Und wir rekrutieren einfach fleißig weiter Bogenschützen. Es sieht so aus, als ob wir hier oben immer noch Platz hätten. Yep, da passen noch zwei weitere hin. Wir können 9 auf das Torhaus stellen. Das heißt, noch den Bogen abwarten, der unten gerade geliefert wird. Und dann noch 2 Leute. Und dann können wir diese ganzen Bogenschützen hier vorne jetzt bitte hier oben drauf laden. Nein. Sind auf dem so, Weg. 9 Mann. Mein Herr? Ja, okay, 8 Mann da drauf. Und dann ihr 5 bitte hier drauf. So, jetzt ist das da oben voll. Bin zur Stelle. Also meine Leute können auch innerhalb des Burgtors hoch und runter gehen. Die brauchen dafür keine Treppen extra. Die sind im Holztorhaus nur einfach so. Die anderen Torhäuser haben auch schon gar keine angebauten Treppen mehr. Aber das finde ich ganz schön. Eigentlich. Weil man hat dadurch dann vor allem eine Treppe, die man blockieren kann. Ja, das sollte dann jetzt gleich wieder ein Angriff sein. So, ich glaube, ich baue doch noch einen weiteren Pfeilmacher. Oder? Ne, komm, wir lassen es. Wir haben in Wirklichkeit genug. Wir haben jetzt schon eine Armee, die groß genug ist, um der Ratte entgegenzutreten. Wir bauen uns jetzt im Großen und Ganzen nur noch auf, weil es halt Spaß macht. Und ich glaube, ich überziehe die Folge gerade maßlos. Ich gucke einfach mal ganz kurz hier nach. Ja, wir sind bei 38 Minuten schon. Ah, ich habe ja gesagt, die Stronghold-Folgen können auch ein bisschen länger werden. Ein einzelnes Level ist dann doch was kurz jetzt heute. Das zweite hier vorne wäre jetzt fast eine halbe Stunde gewesen. Das heißt, wir kommen langsam in den Bereich, wo das dann besser wird. Aber nun ja, ja, hier in Stronghold nehme ich das jetzt mal nicht ganz so genau mit der Zeit. Ihr könnt euch das ja auch selbstständig dann auch sonst auf mehrere Tage einteilen. Ihr kriegt es schon an wenig genug Tagen in der Woche. So, jetzt greift hier eine weitere Art Truppe an. Ich kann hier auch draufklicken, dann sehe ich da. Die spawnen immer in diesem Wegweiser, das ist ganz schön, dann sieht man immer, wo die herkommen. Sollte jetzt auch der letzte Angriff vor dem finalen großen Schlag sein, den er gegen mich führen will. Und wir haben noch 2 weitere Plattformen zu besetzen und danach können wir noch den Bergfried füllen. Also Platz für Bogenschützen haben wir. Aber erstmal geht es mir jetzt um die Plattform außen. Den hier oben besetze ich nur, falls der wirklich irgendwie da ganz rumgehen sollte. Ansonsten hat er halt noch ein schönes Schussfeld hier vorne auf. Ansonsten haben die da halt noch ein ganz schönes Schussfeld auf den Platz vom Bergfried. Was dann bedeutet, dass die rotet auch oben auf den Bergfried drauf, weil die da in einer guten Höhe liegen. Das heißt, die können, wenn der Feind dann wirklich irgendwo durchbrechen sollte, da oben ein bisschen Hilfe leisten. Wir gehen jetzt alle ziemlich zielstrebig nach hier hinten. Gibt es ja noch irgendwo einen Ort, wo die durchkommen? Ich glaube nicht, weil die Leute von hier da aus drum gehen müssen. Ach nee, die greifen einfach nur ein Torhaus an. Ja, Torhäuser sind leider immer die Schwachstelle im Bogen. Das finde ich ein bisschen doof. In vielen Spielen ist es ja so, dass ein Torhaus, das Torhaus an sich dann mehr Leben hat als die Mauern drumherum. Hier ist es jedoch nicht so. Das Torhaus an sich hat relativ wenig Leben und die Mauern drumherum haben relativ viel. Vor allem, wenn das Torhaus im Gegensatz zu den Mauern drumherum mit vielen Leuten gleichzeitig angreifen kann. Also ich kann mit 5 oder 6 Leuten gleichzeitig dieses Tor angreifen und mit einem jeweils ein Mauerstück gleichzeitig. Bin zur Stelle. Und deswegen ist das Torhaus immer die Schwachstelle. Weswegen ich auch schon oft genug Bogen gesehen habe, die komplett auf jegliches Torhaus verzichten. Bedeutet, es gibt ein Torhaus, so lange wie das gebraucht wird, und sobald man das Torhaus nicht mehr braucht, kommt das einfach weg und man legt dann irgendwie aus einem Belagerungs... Also man kann nachher Belagerungscamps bauen. Und da legt man dann eben eine Leiter an, außen an die Außenmauer. Das reicht für die Truppen, um da raus und reinzukommen. Man hat dann halt natürlich Holzprobleme, aber in der Regel ist die Burg dann in einem Zustand, wo der das nicht mehr braucht. Oder man hat den Holz, einen guten Wald einfach mit drin in der Burg. Wir haben ordentlich Käse, würde ich mal sagen.
Und wir haben auch eine relativ gute Waffenwirtschaft. Wir haben eigentlich gewonnen. Wir warten jetzt noch mal ganz kurz auf den feindlichen Angriff hier. Ich würde sagen, wir spulen mal vor, bis der kommt. Haben noch ein bisschen Zeit. Denn wir sind schon mit genug Zeit heute. So, vorspulen. Jetzt rennen die hier alle wie bekloppt durch die Gegend. Meine ganzen Leute. Und wir rekrutieren einfach mal weiter Bogenschützen und stellen die um auf unserem Bergfried drauf. Von da aus haben wir auch eine gute Reichweite, wie schon gesagt, können die das ganze Feld überblicken. Und ja, wir haben im Großen und Ganzen genauso große Reichweite, also können genauso weit schießen von da oben wie die von hier unten, weil die eben tiefer liegen. Hier. Nein, das ist noch nicht der finale Angriff der Ratte. Das heißt, wir machen dafür nicht die Geschwindigkeit wieder auf normal. Wir sehen jetzt einfach zu, wie die hier auf in Zeitraffer niedergemetzelt werden. Das sieht auch manchmal ganz lustig aus. Und ist auf jeden Fall den Anblick wert, wenn die denn mal kommen würden. Na, noch ein Bogenschütze. Nein, nicht die Hauptarmee, aber mal wieder so eine kleine Speerträger. Also Speerträger, man sieht es hier vielleicht, gegen Bogenschützen haben die nichts entgegenzusetzen. Die werden hier im Feuer meiner Leute einfach zugrunde gehen. Das ist halt so. Wenn die hier sich gleich entscheiden sollten, dann auch mal nach vorne zu rücken, tun sie... Ah doch, sie tun es jetzt. Dann sieht man hier, die werden, sobald die in Reichweite kommen, einfach auseinandergefetzt. So, da jetzt... da fällt diese ganze Truppe gegen eine zahlenmäßig weit unterlegene Bogenschützenmannschaft. Hier werden die einfach alle schnell massakriert. So, das ist dann jetzt der Hauptarmee schon, die der da gerade angekündigt hat. Man sieht, der Ladebalken ist fast voll und ich frage mich, wie groß die ist, weil ich habe noch nie diese frühen Missionen hier auch sehr schwer gespielt. Die späteren dann teilweise schon, also ich habe die Kampagne erst zweimal komplett durch. Einmal habe ich immer auf normal gespielt, beim zweiten Mal habe ich dann nach einer Zeit realisiert, dass es so nicht wirklich spannend ist. Und habe dann gegen Ende meine ganzen Missionen auch schwer gespielt. Aber diese frühen hier habe ich auch sehr schwer noch nie gespielt und wir müssen ganz kurz hier vorne Optionen, Spielaktionen wieder auf 45 stellen. Bestätigen zurück. Schön wieder aufnehmen. Die hier vorne kommt auf Defensivhaltung. Haben wir nochmal 21 Bogenschützen. Und hier ist die Hauptarmee der Ratte. Die glorreiche finale Schlacht gegen nur Speerträger wieder. Hätte jetzt eigentlich zumindest mit ein paar Bogenschützen gerechnet, aber okay, ist dann halt nicht so. Sehen wir uns das finale Debakel unseres vollkommen inkompetenten KI-Gegners an. So, er entsendet seine ersten Truppen in den Tod. Und endlich kommt auch die Hauptarmee. Das heißt, wir werden ihm jetzt, also ich kann ihn mal ganz kurz zeigen, über die Lebensleisten, von denen man sieht, zwei Pfeile und so ein Typ ist tot. Also, ja. Die sind halt im Großen und Ganzen Wegwerftruppen. Die kann man mal benutzen. Die sind wahnsinnig billig und man kann die wahnsinnig schnell produzieren. Also so eine Armee wie die, der hier gerade aufgestellt hat, die hätte ich fünfmal so groß in der Zeit aufstellen können, wie wir hier hatten. Wir sind davongelaufen, Sire. Wir holen sie nicht mehr ein. Sie verraten uns mit Sicherheit. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber, ja. Man kann die halt mal benutzen, wenn man irgendwie so eine gegnerische Burgmauer hat und hat dann Belagerungsturm schon dran und da stehen noch schwerer Widerstand, dann kann man einfach mal so 100, 150 von denen vorschicken, bevor man dann mit seinen eigentlichen Truppen die Mauern stürmt. Ja, wir haben Truppen verloren irgendwann. Wir haben Truppen verloren. Naja, auf jeden Fall haben wir 10% unserer Leute verloren, offensichtlich. Und, ja. Ein Auto. Ihr habt viele der Patrouillen der Ratte zurückgeschlagen. Doch einige Versprengte überlebten den letzten Angriff und sind entkommen. Ihr habt zwar noch keine neuen Befehle erhalten, doch ihr könnt nicht zulassen, dass sie den Herzog de Puys erreichen und euren Standort aufdecken. Und deswegen rücken wir einfach mal ganz eiskalt hier in die nächste Länderei vor. Und ich glaube, wir machen jetzt mal weiter, nur um das hier alles zu skippen und dann zurückzumachen. Denn wir sind mal wieder durch für heute. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann wieder heißt Let's Play Stronghold mit mir, Tritaid. Und tschüss.